Hallo und herzlich willkommen bei dem wunderschönen Wetter hier bei den Oldtimer-Freunden Lembeck. Wir sind dank des SSC Lembeck nominiert für die Cold Water Challenge. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich bei dem SSC dafür mit einem dreifach kräftigen Glühwurm! 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 Ja, wir wollen uns natürlich auch noch persönlich bei dem SSC bedanken. Dazu werden wir aber, ich sag mal, so einen kleinen Kampf ausfechten müssen. Ja, so eine Art Brennball, sag ich mal, weil wir können ja nicht alle dahin gehen. Das macht ja keinen Sinn, dann müssen wir die ja nachher blank saufen. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt alle erstmal in Position und holen uns alle Munition. Und dann geht's los mit dem Brennball. Fertig, los! Ja, gut. Nach dem heißen Wettkampf, ich sag mal, sind wir alle hier bei dem Wetter natürlich nicht nur nass geworden, auch nass geschwitzt. Ja, Sieger ist der, der nasses T-Shirt hat. Ich glaube, Dieter sieht ganz gut aus. Ja, nach der Runde kommen wir jetzt einmal zum Cooldown und dazu alle aufsitzen.
jetzt alle, ich sag mal, vom Gemüt her runtergekommen. Der Cooldown ist gelaufen. Gemüter sind entspannt, wie man sieht. Und somit würden wir dem SSC dann anbieten, wir rauchen jetzt hier die Friedenspfeife, die sogenannte Cool Water Pipe. Und kommen dann doch nicht. Also, ne? Gut, jetzt bleibt letzten Endes nur noch das Thema Nominierung. Und da würde ich sagen, aufgrund des tragischen Zwischenfalls, den man ja bei der Cool Water Challenge hatte, werden wir darauf verzichten, weitere Vereine zu nominieren, um dem auch irgendwann ein Ende zu machen. Die Oldtimer von Lembeck bedanken sich noch einmal mit einem kräftigen Glüh! Vor Glüh!